Na gut, dann mal auf ins Abenteuer, wie das Schiff heißt. Schmuggler Ost. Das heißt, es gibt auch ein West. Oh, wo sind wir jetzt überhaupt genau? Da. Ja, dahin zu schwimmen hätten wir garantiert nicht geschafft. Da hätten wir schon Wasserwandeln gebraucht. So, und das da hinten sieht doch schon mal sehr verdächtig wie ein Tempel aus. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Aber was gibt's hier noch so? Eine Kneipe, sieht das gehört für Schmuggler. Zum zerbrochenen Säbel. Ich glaube, du brauchst Spezialservice. Spezialservice? Und hängt der ans Okay. Interessante Kneipe. Wir können hier schon mal Essen kaufen, das ist wichtig, falls wir ganz häufig da rauslaufen müssen. Oh, hallo. Schön, Lehrling. Dass du da bist. Oh, hallo. Schön, und Bade. Und ich kann Gerugons Begrüßungsfloskel echt nicht mehr hören. So, du Auge. Du Fackellicht, du Segen. Wir müssen unbedingt dann denken, Mürrem immer reinzuschicken. Damit Mürrem Hallo sagt, das ist wesentlich sympathischer. Heldentum können wir uns fast sparen. Geben wir ihm nochmal Präzision und dann rein da. Tempel von Zanza. Schon mal sehr sympathisch. Der Geruch von Tod und Verwesung erfüllt die Luft in der Nähe des Tempels. Der ursprüngliche Sinn des Tempels wurde von den neuen Sektierern schon vor langer Zeit vergessen. Aber es ist krass, dass solche Sachen mal direkt... Ne? Hier sind die normalen Stadtbewohner. Hier ist ein nach Verwesung riechender Tempel. Das erinnert mich irgendwie an die ganzen Gegner, die immer um die Dörfer herum platziert sind und keiner sich drum schert. Aber na gut. Wir räumen jetzt hier auf und dann ist alles gut. Oh, wo sind wir? Wir sind in einem Tempel, Gerugon. Oh, hier ist mir nicht wohl. Tja, was bist du für ein Ritter? Töten. Ist vollkommen egal, ob es dich hier wohl ist oder nicht. Wir müssen hier einfach nur rein und ganz viele Leute umbringen. Wie sieht das für Abenteurer gehört? Und das sieht wirklich sehr gut machbar aus. Zauberpunkte könnten ein Problem werden. Deswegen sollten wir zwischendurch mal auf Bogen zurück. Ah, zu nah dran. Bogen zurückgreifen. Und ich hoffe, wir haben genug Gegengiftsachen dabei. Kurz mal gucken. Ja, mehr als genug. Sehr schön. Also vergiften dürfte schon mal kein Problem werden. Haben sogar schon eins da vorbereitet. Goodie, goodie. Also. Hier wäre irgendwo noch ein Medizinmann, genau. Und ich werde doch mal Heldentum sprechen. Wir kommen recht häufig in Nahkampf, fällt mir gerade auf. Weil es hier halt doch ein wenig verwinkelt ist. Immer schön rechts an der Wand lang. Wenn wir den Eingang sehen. Ja. Sichern können. Aber doch, das war eine gute Idee, hierher zu kommen. Also zum einen wollen wir natürlich die Holde mal der Not befreien. Zum anderen scheint es auch genau unsere Kragenweite zu sein. Das heißt, wir können hier aufräumen, das Mädel befreien und danach könnten die Dragonerhöhlen bei Burg Ironfist angehen. Bis dahin müssten wir wohl ein wenig besser ausgerüstet sein und auch mehr Erfahrung haben. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir kamen da unten rein. Das heißt, ich würde gerne hier überall aufräumen, damit wir uns im Notfall zum Eingang zurückziehen können und da ein wenig rasten. Oh, 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 oh. Du heilen. Sie. Piu, 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 piu. Na komm. 403 Gold. Ja, okay, es kommt ein bisschen was zusammen von den ganzen Kannibalen hier. Aber so ein, zwei Truhen wäre schon ganz schick. Oh, okay. Oh, es sind ein paar mehr. Oh, das ist ja ein Schalter.
Den sollte ich gleich mal drücken. Wir wissen zwar nicht, was er macht, aber meistens muss man alle Schalter einmal drücken. Oh, da ist irgendwo irgendwas aufgegangen. Lay heil dich mal kurz selbst. Und danach gucken wir auch mal Richtung Eingang. Ihr könnt vergiften? Okay. Also ja, nicht die Kannibalen selber, sondern deren Speer wahrscheinlich. Ja. Macht aber auch Sinn, wenn wir schon so viel mit Kobras zu tun haben, dass sie noch das Gift von denen benutzen werden. So, eine wichtig aussehende Tür. Zurück. Hier dem Gang folgen. Den Raum müsste ich bestimmt noch leer bekommen, wenn ich am Eingang schlafen will. So. Okay. Hilfe! Du trink bitte einen Heiltrank. Seid K.O. Kommt schon, ihr beiden. Ihr schafft das. Ihr schafft das. Uffala. Kannst du noch einmal heilen? Wenn ja, solltest du dich heilen. Nö. Und hier sind ganz viele Abzweigungen. Nee. Okay, wir werden nicht am Templeingang schlafen können. Also okay. Oh, Knochen. Das heißt, wir gehen einfach ganz raus. Gehen zu der Herberge und schlafen da einmal. Das haben sie unsere Helden ja auch verdient. Auch wenn die Herberge ein wenig skurril aussah mit dem Skelett da an der Wand. Immer noch besser als hier irgendwo zu rasten und dann nachts von Kannibalen angeknabbert zu werden. Zimmer. Nee, okay, wir werden nicht von Kannibalen angeknabbert, wir werden von Ratten angeknabbert. Licht und Singen. Rinder. So, jetzt gehen wir genau dahin, wo wir eben gerade auch waren. Damit wir dann wenigstens heute Nacht hier rasten können. Hey du. Das war hier rum, darum, da. Nicht dadurch. Hier lang. Genau, und dann hatten wir hier links und rechts einen Raum und vorne den einen, wo wir schon die Punkte sehen. Bei euch brauchen wir keine Zauberpunkte. Bei euch schon. Bei den Roten. So, eine Tür. Warte mal. Neue Tür. Ja, interessant. Also bisher hatten wir halt gar keine Türen, jetzt häufen die sich doch. Das könnte ein wichtigerer Bereich sein. Okay. Ganz viele Kobras. Also hatten die Kannibalen anscheinend keine Lust, dass ihre Kobras frei rumlaufen. Und deswegen sind die ganzen Türen hier. So, warte, du heilst bitte sie. Sehr schön. Und nicht mal irgendjemand vergiftet worden. Das ist schön. Ressourcen sparen vor allem. Boah, sind das viele Abzweigungen hier. Oh, ich sehe eine Kiste. Sehr, sehr schön. Aber wir haben vor kurzem gelernt, langsam kann sie nicht mehr alle Kisten entschärfen. Also sollten wir uns erstmal hoch... Oh, da ist ja noch jemand. Erstmal hochheilen. Und du heil dich mal selber. Zweite Kiste. Du.
Okay. So. Du gib mir bitte ihren Zauberpunkttrank. Du heilt sie. Und dann hoffen wir mal, dass sie jetzt die Schlösser knackt bekommt. Kurz Betten prüfen, ob hier noch irgendwas drin liegt. Nö. Ja. Weg. 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 Ich hab's. Ah, ein Schalüssel. Helme müssten inzwischen alle mindestens so gute haben, wenn nicht besser. Zellenschlüssel. Sehr gut. Wir sollen schließlich hier jemanden befreien. Da wird ein Zellenschlüssel genau das Richtige sein. Oh. Trotzdem nehmen wir das ganze Ding hier auseinander. Sind hier schließlich Erfahrungspunkte. So, noch irgendwas, was vom Eingang aus das Schlafen stören könnte. Nicht so wirklich, ja? Gucken wir mal kurz. Weil mit Zauberpunkten hier durchzurasen ist doch ein Ticken angenehmer. Da oben ist viel zu weit weg, okay. Warum ist der Boden da so sapschig? Wir machen andere Fußgeräusche. Und hier können wir rasten, sehr gut. Also. Wir starren den Gang darunter, wer auch immer Wache schieben muss. Schlafen in Ruhe, sehr gut. Du. Das da. Und die Hufeisen fallen mir gerade ein. 4 Hufeisen wären 8 Punkte. Wer hätte denn gerne 8 Punkte? Beziehungsweise bräuchte sie. Ja, spirituell Meister wäre schon ganz schick zum Wiederbeleben. Wobei ihre Hauptaufgabe ja eigentlich das Heilen ist. Wirklich häufig jemanden tot hatten wir in der Gruppe noch nicht. Das kommt erst später. Meditationsexperte muss sie unbedingt werden. Du solltest Bogen mal auf 7 bringen, hm? Ein Speer solltest du auch erhöhen. Ja, ich glaube, Mürren bekommt die Punkte. Weil sie muss ja noch Luft und Wasser und überhaupt hochbekommen. Damit sie ein wenig mit Talana mithalten kann, was das Zaubern angeht. Was natürlich ziemlich schwer ist, da sie nur eine Schützin ist. So. Also, du kriegst jetzt Bogen und Speer. So, Segen haben wir, Licht haben wir, Auge haben wir. Heldentum kommt hinterher. Dann schauen wir uns hier oben um. Eine Oberhut. Ah, ganz schön Schaden. Dafür, dass das ganz billige Kobras sind und nicht diese grünen oder roten. 29 Punkte im Nahkampf. Ja, sehr schön. Kannst du eigentlich inzwischen entgiften? Kann Schutz vor Gift zaubern. Krankheiten heilen, aber Gift heilen noch nicht, okay. Das ist komisch, denn Krankheiten heilen ist eigentlich schwieriger als Gift heilen, jedenfalls mit Tränken. Und noch mehr Knochen. Wir müssen unbedingt einen Händler dafür finden. Kommt bestimmt gut was zusammen bei der Sammlung, die er sich jetzt schon hier hat. So, so, du, nicht da, da. Was zur Hölle war das? Achso, hier war das, okay. Also es scheint alles um die Mitte da angeordnet zu sein. Da war irgendwas in der Mitte des Raums. Ein Altar oder sowas. Eine Kiste? Ich kann das nicht wirklich erkennen bei dem kurzen Blick, den wir da mal reinwerfen. Das ist doch ein Schalter. Und ich glaube, Talana wird gerade noch... Oh, nochmal vergiftet.
Jo, 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 laufen, 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 laufen.